Jahren fängt in Eischwach von Nord an. Wie ihr seht, wir haben unsere Dreierart. Wo sind die Horsterer? Ja. Ihr habt euren Elberrat bestehend aus 7 Personen. Wir haben nur einen Dreierrat, aber der besteht auch aus 3 Personen. Ja, und dann möchte ich auch allererstes Mal unsere Gäste halb begrüßen. Und dazu Hermann, Regie. Regieanweisung, schenkt mal nach rechts. Nee, von hinten aus gesehen noch erst. Ja, wir lesen schon. Ich begrüße als allererstes unseren Ehrenbürger und Altbürgermeister Josef Schuh. Corona Josef. Und hin wie immer sitzt dann der Gastgeber, das ist nämlich der neue Chef aus unserem Dorf, der Schuler Walter. Herzlich willkommen. Und dann Besuch, soweit ich weiß, wenn ich den mal an, heiler nicht auf dem Sätschen, doch, aber dann nicht bei der Vorsicht gesehen, das ist der Hajo Neumes zusammen mit seiner Frau Christa. Herzlich willkommen. An der Lautstärke kann man sehen, dass die Horstbrenner wirklich wahnsinnig stark vertreten sein. Herzlich willkommen alle Horstbrenner E-Sport. Und den großen Ecken der Hunde Freiers, da seid die Böllwisch da. Auch. Und dann, da werden wir mal wieder nervös sein, denn wir feiern ja bekanntlich im Wohnzimmer, zumindest das sagt Öfflinger Rees, aber eine Riesendelegation aus Öfflingen unter Führung vom Wichtel, der Wichtel von der Fichtel oder Matter Fichtel. Lieber Franz, der Boss der Öffinger, herzlich willkommen, die Öffinger Delegation. Ja, und damit ist es nicht vergessen, Immerdorf, Innerdorf, Hof, Hill, alles aus Heimat. Auch, herzlich willkommen. Ja, und unterstützt ihr nicht, deshalb kann ich auch zu einer Randale machen, weil der Diener trifft das schon wieder hoch. Da ist einer meiner Helfer vom Kamerad. Und der Nächste, der Harry, der kann sich nicht so gut wicken. Das hat man sein. Da kriegen wir schon, alles klar. Und ehe wir im Programm richtig aufhängen, hätte ich gerne Chef Hans Peter und Rolo sein Opa. Chef Hans Peter und Rolf. Rolf kommt auch schon mal. Guck mal, Richard. Weil diejenigen, die frisch geheilworen, und das sind die nächsten von Reich, die wissen, dass frisch meine letzte Sitzung für Karneval war. Das erste Sprachen hatten wir nicht. Also haben die zu ihm gesagt, da müssen wir unsere Peter verabschieden. Was haben sie gemacht? Marcia und Hennessy, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir nun Hennessy geschenkt und dann beknet, das soll ich doch wieder machen. Und weil ich den Hennessy getrunken habe, habe ich gesagt, gut, machen wir weiter. Aber halt heute einmal Hennessy zurück. Genau. Der
kenne ihn doch nur und der Satz, direkt war ich überzeugt, steigt dann Jochen Schluck davon auf. Und weil, denke ich, zeig noch mal ein Programm an, ne? Schon lange genug geredet. Ihr wisst ja, man darf über alles schwätzen, aber nicht über 5 Minuten. Deshalb, will man aufhängen? Ja! So, und Kirill, seht das alle, das, wir kennen früher auch nur die Kill-Kant, weil ich kenne mal die Kirill, und darüber heute eben zu berichten. Und der will mal alle runden bitten. Nico, mit Kirill. Ja, hallo. Greimerater lieben. Herzlich willkommen und genießen Sie den Aufenthalt in unserem authentischen Gemeindesaal und Toilettenheimatmuseum. Ja, letztens, als es hier ein wenig stürmisch war, da hatte ich schon gehofft, nach dem Sanierungsstau in diesem unseren Gemeindesaal kommt jetzt der Durchbruch. So wie kürzlich der Durchbruch in der Gesundheitsreform. Das war übrigens ein politischer Darmdurchbruch. Da fällt man dann durch, also Durchfall. Nun, jedenfalls hoffte ich, bei uns holt der Sturm das Dach vom Seelchen weg und anschließend schlägt der Blitz ein und wir können endlich anfangen, neu zu bauen. Unsere Toilette soll schöner werden. Ich meine, wir bauen ja überall neu. Neuer Kräutergartenpavillon, neuer Kindergarten, neues Feuerwehrhaus, Neubaugebiet. Wir sind wahre Verbandsgemeinde Neubaumeister. Da sind wir nämlich ganz im Trend der Zeit. Wir Deutschen haben in letzter Zeit so manche Meisterschaft errungen. Es bedurfte einer längeren Vorbereitung und begann damit, dass wir weltmeisterlich gebetet haben, tagelang, nächtelang. Und was wurde hier? Ganz Deutschland wurde Papst, auch Greimerath. Das muss man sich mal vorstellen. Der Werner Ginnert ist Papst, oder Jupp Stiel auch, und Monika Baskin auch. Anschließend haben wir wochenlang für alle Welt den Cheerleader gemacht und die Fahnen geschwenkt. Da sind wir dann Deutschland geworden. Ich meine, so ganz innerlich tief in unserer Toilette. In unserem Herzen natürlich. Oder Bauch. Und so von unserer herzlichen Verstopfung erlöst, konnten wir endlich ganz befreit losstürmen. Und nun sind wir endlich Weltmeister geworden. Na gut, Weltmeister leid. Es war ja nur Randball, aber immerhin. Ja, stürmische Zeiten also. Da fällt mir ein, Kirill, das war auch so ein Meister meiner Zunft. Ich weiß gar nicht, wo der mehr getobt hat. Hier draußen oder in unserer Medienlandschaft. Ich war vor dem ganzen Meldungsgewitter so erwartungsfiebrig und schließlich dermaßen erschöpft, dass ich mich an jedem Freitagabend früh zu Bett begab, um alsbald in einen unruhigen Traum zu fallen, den Kirill-Traum. Zwischen Silvester und Ostern steht auf dem Land die Zeit still. Wenn kein Hofhund entweicht, sich niemand erhängt oder die Frau erschlicht, ereignet sich praktisch nichts, was den Geist anspannt und die Sinne erfrischt. Die Greimerather werden scheu und stumpf,
und suchen Erregung im Internet, im Fernsehprogramm oder im Suff. Doch. Für die Nacht von Freitag auf Samstag war uns eine Katastrophe versprochen. Seit Donnerstagvormittag herrschte eine angenehme Unruhe, eine Fiebrigkeit, die vor einer Bescherung, vor einem Putsch oder Erwartung einer neuen Besatzungsmacht. Je weiter der Abend fortschritt, desto beschwipster wurden wir. Natürlich auch vom Jägermeister, dem Helfer gegen die Angst, aber vor allem von dem Gedanken, nun bald etwas Furchtbares erleben und womöglich wie in Mehrteiler Dresden umkommen zu dürfen. Am Freitagvormittag fing es damit an, dass Steffi Baske, Manuela Maas und Martina Schäfer, die unseren Kindergarten unter anderem mit ihren Kindern beschicken, in Formation und entschlossenen Schritten durchs Dorf eilten, um diese der Einrichtung zu entreißen. Das war wie ein Erweckungssignal. Sie hatten im Radio gehört, dass in Wittlich die Schulen und Behörden evakuiert werden und sich die Angestellten der Stadt- und Kreisverwaltung in Sicherheit bringen. Unsere ortsansässigen Schulkinder liefen bereits seit dem Morgen in den Jacken der Kinderfeuerwehr herum. Klingelten alte Frauen heraus und forderten sie auf, Geräte, Gießkannen und Katzen und Enkelkinder ins Haus zu nehmen, weil die sonst zum Geschoss werden könnten. Unten an der Bushaltestelle der Citylage des Ortes versammelten sich wie zufällig die Aktiven und Aktivisten. Manfred Andres sagte zu Maler Dieter, Hamburg rechne für die Kaffeezeit mit einer verheerenden Sturmflut und man habe Helmut Schmidt schon geweckt. Chico winselte dazu nur und versuchte vergeblich, sich von den schweren Bleimanschetten zu befreien, die sein Herrchen in zwecks Beschwerung um die Vorder- und Hinterläufe gewickelt hatte. Der örtliche Versicherungsvertreter verteilte orangefarbene Notfallwesten und die Männer verkleideten sich bedächtig und ernst. In den Gärten jaulten Motorsägen auf. Angeblich zur Gefahrenabwehr entledigte man sich rasch lästiger Bäume, für deren Fällung man in Friedenszeiten bei der Dorfbevölkerung und dem Amt umständlich Genehmigungen einholen müsste. Einige Leute scherzten noch, ich auch. Dieter Mempel kam frühzeitig mit dem Auto aus der Schule heraufgefahren, schlüpfte ins Haus, ließ reihum sämtliche Rollos herunterrasseln und fuhr davon. Das Geschrei von Thea, die nicht im Dunkeln hocken wollte, nicht beachtend. Es nieselte. Es frischt auf, riefen die Leute und hatten glühende Gesichter. Tatsächlich wiegten sich jungwüchsige Koniferen im Neubaugebiet, was angeblich ein international sicheres Indiz für Windstärke 3 ist. Walter Schuh, früher bei der CDU, seit Angela Merkel Zeuge Jehovas. Flankiert von einer weißen und einer schwarzen Schachdame aus dem Kräutergarten, entrückt lächelnd und nicht nüchtern in einer Windböe am Sälchen vorbei. Hab ich es euch nicht immer schon erzählt, die Katastrophe wird kommen, rief er und setzte nach. Immer! Hermann Lescher berichtete, in Wittlich wurden Stellflächen im Parkhaus von der Kreissparkasse vermietet. Nur für Benz und BMW, für unverschämtes Geld. Ein anderer wusste, dass DRK gerne Spanngurte aus, mit denen sich Alte und Schwache an Laternen binden sollten.
Aber nur einer pro Familie, man müsse sich beeilen. Peter Bayer, mein Nachbar, rief, wenn ich jetzt eine Phantomen hätte, würde ich direkt hochgehen und den Kyrill eins aufs Maul hauen. So einfach ist das. Hans Wallerang schimpfte, das liegt alles nur an der Merkel, die muss weg. Schluss, Pasta, Feierabend. Kyrill, Kyrill, wenn ich das schon höre, tönte die 2-Meter-Liane Brigitte vom alten Pfarrhaus. So ein schöner russischer Pokenname. Und der Thomas kann ihn nicht mehr richtig aussprechen, der hat dauernd Grill gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Dass sie ihm gerade einen russischen Namen geben, ergänzte Henry, unser Franzose. Da muss doch jedem ein Seifensieder aufgehen. In diesem Moment jaulte die Sirene auf dem Dach unseres hinfälligen Gemeindesaales los. Sie löste Andacht aus, wie Kirchenleuten. Die Leute starrten auf das Dach des Gebäudes, als erwarteten sie, das Signalgerät könne wie ein UFO jeden Moment abheben. Die Sirene, sagte Walter, als hätte sich ihm eine tiefe Sehnsucht erfüllt. Ich grub die Mülltonne kniehoch ein und beschwerte das Katzenhausdach mit Feldsteinen. Dieter kam heim und flüchtete sich mit geducktem Sprüngen ins Haus. Vor aufrechtem Gehen im freien Bund gewarnt, rief er mir zu. Und richtig, im Fernsehen machten sie vor, wie man die Arme zu halten hat, um nicht umgeweht zu werden. Dann kam die Dunkelheit und mit ihr ein mäßiger Wind. Die Schwiegermutter aus Neckarsulm rief an und berichtete stolz, alle Sender seien ausgefallen, nur nicht der SWR. Nachbars Thea versuchte ein Rollo anzuheben und wurde sofort vom Fenster weggezerrt. Gegen 20.30 Uhr sagte Kachelmann, dass es für uns noch gefährlicher werden könne und man nicht auf die Straße gehen solle. Richard Burkhardt und ein paar andere Geheimberater, die im Hotel Thomas tagten, wo der Fernseher lief, riefen sofort ihre Frauen an, dass sie leider über Nacht bleiben müssten. Nach Mitternacht donnerte es gegen meine Tür. Thea stand da am Morgenrock und mit einem Lampion in der Hand und fragte, ob ich einen Gaskocher hätte. Der Dieter wollte ihr einen träumschönen Tee kochen, aber es war schon kein Strom mehr da. Im Morgengrauen träumte ich dann von den Greimeratern, wie sie draußen an hastig entzündeten Lagerfeuern ihren Kaffee kochten. Kein bisschen Strom mehr nach dem bisschen Wind. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Und dann, tja, dann kam das böse Erwachen. Das Seelchen stand immer noch. Und saniert wird, nur nicht hier, aber wo, das verrate ich nicht. Nur so viel, es war davon die Rede, dass jemand den Begriff, einen Fußboden schwimmen zu verlegen, in diesem Fall Estrich, wortwörtlich genommen hatte. Und von kleinen Kindern, die neulich viele, viele Pflastersteine heimlich und ganz ohne Anleitung nachts beim Neumond selbst verlegt hatten. Ja, Dato Ose Nico, als allererstes mal Prösterchen. Die ganze Gemeinde durfte was trinken. Sie haben Trinkgeld, weil der Krebsgott vom Erzversteher. Wunderbar, Walter, da denkt ihr doch gerade an alles. Ne? Gott, auch Trinkgeld hatten beide. Ja, Stoff vor Trinkgeld, hat so ausgesehen. Der hat direkt eine Hand auf Gas. Erstmal zum Monika. Ja, und der Harry lässt über Hosen ordnen. Und wo wir schon beim Nico sein, hier seht ihr das Emblem unter mir. Da das Hof von ihm.
Seit Jahren Asmiko der Mann, der bei Rosum Kreimat das Bühnenbild gestaltet. Hier habe ich überhaupt noch eine Runde in der Ecke. Und hat der Eisbrecher gemacht. Der hat immer der schwerste Vortrag von allen. Und bei deinen Wärtern, die ihn all benutzt hat, muss ich sagen, das auch gut dann am Anfang vor. Und daher kriegt man sie nicht richtig schmatt. Da guckt man es lieber einen Tanz an. Aber Nico, wunderbar, recht schönen Dank und der Hallermarsch. Weitermachen und für der steht Ihnen, der hat auf jeden Fall geplocht. Der hat nämlich etwas verkäfen zu tun. Ein IKEA-Einkauf. Da kann man sich schon mal denken, was doch alles denkt. Zumindest mal eine vernünftige Anleitung, wie man etwas nicht zusammenbaut. Aber eigentlich schon dort zunächst zu sagen, will man eine Runde lassen? Ja! Dann der geplochte Wolfgang. Da nochmal schön. Ich war dann schon mal bei IKEA. Wer von euch war dann schon mal mit seiner Frau bei IKEA? Was ich da mal angefangen, da hat meine Frau schon morgens beim Frühstück so komisch mich umsäuselt hat. Du sagst ganz nebenbei, ich hab dir auch heute schon die Brote geschmiert. Das hat's aber schon 10 Jahre in mir gemacht. Abends komm ich heim, go mit Rundfleisch, mit Remouladensauce. Kirmes essen, matt nur noch hoch. Du sei nicht ein bisschen stutzig, gell? Nach dem Festessen hab ich gefragt, was willst du? Du hattest Martina de Casa aus dem Sarkel los. Du, Hase. Was hältst du von einem klitzekleinen Besuch bei IKEA? 7 bis 8 Stündchen nur. Innerlich Asthma Kirmes erst wieder hinkommen. Äußerlich habe ich mich gefasst. Sofort zum Gegenangriff übergangen. Am Samstag muss ich den Keller verputzen. Der Keller ist doch schon verputzt. Da verputzt dich neben nochmal. Du warst doch letzte Woche erst bei IKEA. Ja, aber da hatten wir doch nur den Cinquecento. Da war doch die Manuela Maas, die Manuela Jung, die Niki und die Steffi mit. Und als wir auf dem Parkplatz ankamen, habe ich gesehen, da waren noch 2 leere Kisten Sprudel im Kofferraum. Und bis um 12 müssen wir doch die Kinder aus dem Kindergarten wieder abgeholt haben. Da haben wir alle beschlossen, dass wir zwei dann nochmal hinfahren und den anderen die Sachen mitbringen, die die brauchen. Dann sagt doch einem von den anderen, die soll da hinfahren. Ja, Steffi fährt ja heute auch, aber da fährt Petra mit, da fährt Tanja mit, da fährt Manuela mit und da fährt Monika mit. Und die fahren mit dem Fiesta, da passt doch auch nichts an. Frau
super Wort, Verwirrungstaktik. Zu Ikea, super Idee. Wohin denn? Köln, Saarlouis, Koblenz, die Anna Fern 20, schon nicht mal gespürt. Verwirrungstaktik ist aber aufgegangen. Ich konnte meiner Frau wirklich ansehen, wie sie alle Vor- und Nachteile der drei Ikea-Standorte im Kopf gedacht hat. Und dieses Nachdenken ging über Stunden. Dann abends beim Fernsehen, ich hatte Ikea schon total vergessen, springt zurück und sagt, wie aus der Pistole geschossen, wir fahren nach Koblenz. Neidtaktik von mir. Herausheben von positiven Bewertungskriterien der Standorte Köln und Saarlouis und äußern von Bedenken des Standortes Koblenz. Im Klartext Köln und Saarlouis, hui, Koblenz runterputzen. Meine Frau war so erschlagen von meinen ganzen Äußerungen für vier und wieder noch stundenlang im Hin- und Herlaufen, Kataloge wälzen. Oh je, hat sie die ganze Zeit gesagt. Asse, gut bet und bet gefallen. Hab ich gedacht. Komm ein bisschen später rum, leid meine Frau auf dem Bett. Ein Hauch von schwarzem Nix hat sie an. Hab ich mich dann immer gelöscht und gesagt, schlaf gut, wir fahren nicht bei Ikea. Später hat sie mich nur einmal überredet. Nächste Morgen, halbe acht auf der Autobahn. Hat sie angefangen zu schwärmen. Ist doch schön für uns Frauen, nochmal bei Ikea so ein bisschen durchzubummeln. Bummeln? Die käsen sich durch, die reinen Regale leer, so und geworden rund. Reißen Läscher und Regale. Und dann alles umsonst. Morgen ist bis dunnestes Kind, die normal hat zu wollen, aber sonst ist bei Ikea. Kann man eben entstehen, warum die sonst ist bei Ikea mäßig. Ja, kurz für Koblenz, Verkehrsfunkdurchsage. Aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens auf der A48 Ausfahrt B9 Richtung Ikea ist mit teilweise stockendem Verkehr zu rechnen. Die Aussage hatten sie noch nicht drauf. Stau. Teilweise stockender Verkehr. Hey, go, nix mehr. Keine Meter, nix. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ach, dann hier was. Stehst du noch oder parkst du schon? Das wäre doch viel passender. 2 Stunden ob da selber stillgestanden. Statistisch sprechen all 10.000 Jahre Vulkane unter Efel aus. Ich seit all 10 Minuten explodiert. Um 11:30 hatte man da einen Parkplatz gefunden. Ich geh schon mal rein, sagt meine Frau. Da bleibst heil, bis mir die Formalitäten heil geregelt haben, hat dem Westerwälder Leidensgenossen, den man Hundendruck vorhat. Zum Glück war die Schuldfrage nicht zu klären. Wir hatten alle 2 noch einen Parkplatz gegeiert. Wir haben noch Gott sei Dank hier Polizei gebraucht, obwohl die mit mindestens 5 Streifen wählen, da auf dem Parkplatz den Verkehr geregelt haben, hunderte von Auffahrunfällen, Prügeleien, tätliche Auseinandersetzungen zwischen Ehepaaren, da war alles dabei. Meine Westerwälder Leidensgenosse hat mir doch erzählt, das scheint regelmäßig Ikea-Fahrer zu sein. Der hat mir gesagt, dass sich da an der Adventssonstin manche Ehepaare da gelöhnt schon. Die Polizeipsychologen schwätzen da schon vom Ikea-Syndrom. Dass ich den Kunnern moin sagte, so eine Tee gemacht hat. Die seien nicht wach, denn wir schon für den Umgang entstanden haben. Was wirklich gut ist bei Ikea, da ist das Kinderland. Smallland hieß das. Aaron und Jakob, die waren sofort begeistert und das war doch gut so. Das war gut so. Eine Ballast weniger.
Auf gut folgt böse, wir gehen in die Couching-Zone, das ist Dingen, was da steht, hässlich wie die Nacht. Hase, die Couch hier, die ist doch so schön. Sag ich, die hast du nicht hin? Da kann man sogar den Bezug abmachen und waschen. Ich gucke noch Preisschild. Wir wäschen das Ding doch höchstens dreimal. Mit 1500 Euro pro Waschgang. Wieso nehmen wir nicht den billigen und schmeißen sie weg, wenn ein paar Flecken drauf sind? Kommt doch auch selber raus. Und wie soll man das Ding in das Auto kriegen? Du hast recht. Sag ich du. Prima. Sehr schön. Sitzt sich bequem, sieht gut auf, ist nicht zu teuer, passt in unser Wohnzimmer, aber nicht ins Auto. Sollen wir sie gleich mitnehmen, aufs Dach binden, sonst was? Ich dachte, war natürlich wieder Taktik von mir. So viel positive Rückmeldung kennt die von mir gar nicht. Schon schwenkt so, nächste Abteilung. Die Holzfäß passen sowieso nicht zu Hose, Socke, Leisten, komm mal, gehen weiter. Dann der absolute Härtetest. Untergeschoss. Millionen Dinge, die die Frau nicht braucht. Jeder Artikel in 3978 Varianten. Natürlich will sie nur ein paar Kleinigkeiten haben, die man hei und so mal da irgendwo hinstellen kann. Braucht aber auch kein Mensch. Weil geht die Post ab. Gläser mit Stil, Unterteller und Zehnerpack, Teller, die spülmaschinenfest sein, die stumpft das Geschirr und der Born und dann nicht nur so rappelt und mein Tasch geht immer voller. Damals sehe ich sowieso aus wie ein geistig zurückgeblieben Pfadfinder. Aber offenbar hat doch jeder Mann so ein Ding und noch ein Kärchenbandschub. Da hinten Durchsage. Der kleine Jakob will gerne im Kinderland machen. Ich zurück, die ganze Welt zurück, wenn wir kommen sein, auch an diesem Restaurant, da hat jetzt schon noch diese Hackfleischbällchen gestunken. Köstpoller heißen die Mensch, mindert es Bullenköttel. Und Kinderparadies ankommen, der Jakob war schon am Kreischen, ich will gerne einen Arm nehmen, was passiert. Die Gläser alle kaputt. Die habe ich natürlich wieder zurück und Regal gestellt, das war doch kein Problem. Aaron, kommst du auch mit? Nein, hat die Erzieherin da gesagt. Aaron, macht noch ein Bild für Muttertag? Ja, so hat ich. Und wenn wir Pech haben, sagen wir da nur noch ein. Zurück quer durch die Ikea, wieder im Untergeschoss. Kann man alles mal gebrauchen, Abteilung. Martina hält das ja auch alles sehr wörtlich und derzeit hat das nämlich zwei Kirschi voll gemacht. Ich mach Natascha auf den einen Arm, der Jakob auf den anderen Arm, dort wieder in der Abteilung, eine Durchsage. Aaron Schäfer, dreimal an, wenn ich 18 bin, sofort abholen. Ich hätten Sie mein Kontonummer und die PIN, hätten Sie auch noch durchstehen. Die Tour erbarmt sich Martina und geht zurück. Ich bringe nun die wichtigsten 5 Minuten des Tages alles zurück, was man nicht gebraucht hat. Der Rest war nicht so ein bisschen aufgebaut, statt mit Zug gefahren. Und da passt ein riesen Schlank. Wie im Phantasialand. Ab hier noch 40 Minuten, ab hier noch 20 Minuten, ab hier noch 10 Minuten. Ich nutze die Zeit weiterhin und heul rein aus der Tasche und schmeiß dazu in einer Kirche. Ob der sowieso jeder das gleiche Kohl weggeht, dann kann ich wieder schon möglich. Oh,
nicht so teuer. Ja klar, ich habe mir auch eine helle Tüte trinken rein. Abfahrt auf dem Parkplatz, das gleiche Drama wie moins. Der Parkplatz verstopft, die Ausfahrt verstopft, der Autobahnauffahrt verstopft, die Ampel die ganze Zeit rot, alles hoffnungslos verstopft. Aber Gott sei Dank konnte Martina sich erbarmt und aske vor. Für aus dem Auto, meine Westerwälder Leidensgenosse. War sowieso wieder alles gestanden, hat sei nicht ausgestehen, an eine Scheife geklopft, soll ich trinkst einen Schnaps machen. Ja, sagte, wenn du eben was mir trinkst. Haben wir noch ein paar Schnaps getrunken, fair fünf, gucken hier sowieso nichts weiter, die Frauen seien vor. Und Laubach dann, die Katastrophe. Schnee treiben, zwei LKWs untereinander gefroren. Und warum? Weil ein IKEA-LKW quer gestanden hat. Wie man du endlich daheim worden, hat sich Martina gefragt. Da sagen wir mal, was es bei IKEA zu kämpfen gibt, was es nicht bei 1001 Schnäppchen und wirklich für die Hölle geht. Ein nix sortet. Hello! Da das Rose Wolfgang gewesen. So, was die Klingel bedeutet, das wissen wir auch. Das heißt, Heil Schwänzen, Eich. So, Rose Wolfgang, vor hat schon ein Krammler Urgestein, besonders auch unter Vorsicht. Wunderbarer Vortrag, Harry, ich wollte den Ordnung an den Wolfgang. Ja, das alles ist für jeden Fall. Prost, Wolfgang. Passt die meisten nicht. Man trinkt das auch. Geht hoch. Ich kann ja noch mal Lenny klarstellen. Prost. Ja, ein wunderbarer Vortrag. Schmeckt du doch? Geht. Hast von Ikea. Okay. Wunderbar. Gestresst, nächste Weile aus. Nass geschwitzt. Alles noch von der Tour. Geht aber um. Trinkt eure Schnäppchen nach unten und Abmarsch. Schön und Wolfgang. Ja, nicht aber wegen Gewissen und Heim. Trotzdem, mir galoppiere weiter heim. Wir würden auch wissen, was sich im ganzen Jahr auf Deutsch getan hat. Was man sich alles so ertoren hat. Oder was wir ertoren mussten, was sich so getoren hat. Also, die Jahresschau, wie jedes Jahr. Diesmal allerdings haben wir eine kleine Änderung. Wir haben eine andere Person, die heim oder was umtritt. Deshalb. Ganz besondere Aufmerksamkeit an die beiden, die in die Jahresschau bringen. Los zu Wolf! Ich begrüße Sie zur Jahresschau 2007. Die Sprecher sind diesmal Thomas Benner und Monika Bayer. Rücktritt von Rücktritt. Bayer-Pitter,
Unser Sitzungspräsident feierte im letzten Jahr einen famosen Abschied als Vorsitzender der Kalorader Schlotterfässer. Im Laufe des Jahres machte er dann den Rücktritt vom Rücktritt. Auf die Frage, was ihn da zu diesem Schritt bewogen hat, antwortete Peter: Aber ich sei noch jung, ich brauche das Geld. Gentest. Euer Marcel stammt nun definitiv von euer Peter ab. Ein Gentest ist völlig unnötig. Die Art und Weise, wie er sein Auto zu Schrott gefahren hat, ist identisch mit den früheren Autofahrten seines Vaters. Freiwillige Feuerwehr. Die Kalmarater Feuerwehr feierte im Mai ein grandioses Jubiläumsfest. Viele Gäste feierten mit. Am Rockabend wurde extra eine Security-Firma geordert und potenziell Störenfriede abzuhalten. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen. Denn es war eine Abordnung der Hasborner Feuerwehr im Zelt. Und das ist eigentlich Abschreckung genug. Diebstahl am Feuerwehrfest. Bei dem Fest kam es auch zum Diebstahl von einigen Kisten Schubi. Die Täter, ein paar Jugendliche aus Gibberath, bezahlten ihren Diebstahl mit blauen Augen und dicken Nasen. Sie wussten nicht, dass Thomas Jüngling ein ehemaliger Kirmesboxer ist. Tsunami-Alarm im Unterdorf. Die Aufbauarbeiten der Feuerwehr mussten übrigens für 2 Stunden unterbrochen werden, da die Feuerwehrmänner einen Einsatz hatten, und zwar bei Guido Trautmann. Es drohte, eine 16.000 Liter Wasserwelle sein Wohnzimmer zu überschwemmen. Seine Lebensgefährtin, jetzt Ehefrau, Sandra, hatte aus Wut über ihren Hund Lucy eine kleine Gartenschippe nach ihm geworfen. Der Hund war als Ziel zu klein, der Swimmingpool aber nicht. Die Seitenwand wurde beschädigt und nur durch die schnelle Hilfe der Kalmarater Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Überlegung, einen größeren Hund anzuschaffen für ein besseres Ziel, wurde aber wieder verworfen. Einweihung unseres Kräutergartens. Hunderte von Gästen kamen zur Einweihung unseres Kräutergartens. Leider war das Wetter nicht gerade günstig. Man könnte auch sagen, es war schweinekalt. Aber etwas Warmes braucht der Mensch. Und so wurden fast 600 Tassen Kaffee verkauft. Selbst unser Bürgermeister, sonst ein Biertrinker, trank so viel Kaffee, dass er die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Veronikas Kommentar, der haut mich die ganz Norsche den Rogel aus, der alle schauten. Dass Veronika Kraft ihres Amtes als Frau Bürgermeister angeordnet hat, dass auf allen Veranstaltungen in Kalmarath kein Kaffee mehr verkauft werden soll, ist nicht wahr. Aufruf des Bürgermeisters. Aufgrund der Tatsache,
dass die Gemeinde viel Geld in den Umbau des Kindergartens investiert, sah sich unser Bürgermeister gezwungen, einen Aufruf zum Kinderkriegen zu tätigen. Dieser Aufruf hatte bei den Kreimerater Ehepaaren großen Erfolg. Hierzu ein Originalzitat von Christoph Maas. Wir wollten ja endlich kein Konami, aber was unser Bürgermeister sät, ist für mich ein Befehl. Dankeschön. Eine Einmeldung. Wie echt. Mein Horniert. Kindergartenumbau. Der Kindergarten soll anstatt in eine Kindertagesstätte jetzt in ein Hallenbad umgebaut werden. Die Verlegung von schwimmendem Esstisch wurde allzu wörtlich genommen. Dazu der Kommentar von Hasborns Bürgermeister Hajo Neumes. Wir hätten doch besser noch Hausbad gebaut. Unser Bundestagsabgeordneter wurde in Bonn geblitzt. Auch Hans-Peter Schäfer hatte das gleiche Pech, an derselben Stelle in eine Radarfalle zu rasen. Peter Schäfer, nicht dumm, wollte mit der gleichen Ausrede kommen wie Peter Raum. Mein Sohn ist gefallen. Frau Karin, du Blödmann, Lukas hat noch gar keinen Führerschein. Überladen. Caroline Fries war letztes Jahr an Fastnachtssonntag als Taxifahrerin unterwegs. Sie transportierte in ihrem Mini-Fiat 4 ausgewachsene Männer. Nämlich ihren Mann Georg, Heinz Wallerang, Walter Schuh und Harry Müll. Damit war der kleine Fiat hoffnungslos überladen. Übrigens, der Achsbruch wurde ein teurer Spaß. Sturmschaden. Das neue Gewächshaus von Harry Möhlen hat den ersten Sturm nicht überlebt. Harry war sehr traurig darüber, dass sein Gewächshaus nicht mehr steht. Elisabeth, seine Frau, sah das ganz anders. Was braucht der ein Gewächshaus? Bei dem wächst schon lang nichts mehr. Plättchenausgrabung. Unser Plättchenausträger Werner Bienert darf die Informationszeitung unserer Verbandsgemeinde nur noch donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr austragen. Und nicht wie bisher üblich, einen Teil donnerstags morgens, einen Teil donnerstags abends und den anderen Teil erst freitags morgens. Monika Bastgen hatte moniert, dass die Leute im Unterdorf und im Neubaugebiet schon viel früher über die Neuigkeiten im Dorf unterrichtet werden als Sie. Auslandsstudium. Andreas Burkert ist der erste Kreimerater, der an der renommierten Universität von Oxford studieren wird. Daraufhin der Kommentar meiner Schwester Esther. Endlich ist der Ochs vor. Vereinsfahrt des Sportvereins. Auf der Vereinsfahrt des SV Kreimerath zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte
hatten einige Teilnehmer mit der fehlenden Frischluft im Bergwerk zu kämpfen. Es kam später in Saarbrücken zu nicht nachvollziehbaren Reaktionen. Große, kräftige, ausgewachsene Männer fühlten sich plötzlich wie Zwerge. Als sie dann noch anfingen, um Linda Schäfer herumzutanzen, sagte diese: Ihr könnt von mir aus Zwerge sein, solange ihr wollt, aber ich bin nicht euer Schneewittchen. Da hast du sehr recht, da kommt später. Baububen, Tom und Charlotte Reeder sind sich am Überlegen, weitere Häuser in Kreimerath zu kaufen, anschließend zu renovieren und dann teuer zu vermieten. Auf die Frage, warum sie das alles machen, sagte Tom: Wir wollen einmal wie die Läscher nur noch Mercedes fahren. Crocodile Dundee. Kreimeraths Antwort auf Crocodile Dundee heißt Bayer Peter. Ihm gelang es im Sommer, nach mehrstündigem Kampf auf Leben und Tod, eine riesengroße, hochgiftige Schlange zu überwältigen und im Ärmel seines Hemdes nach Hause zu tragen. Dort kam die 70 cm lange Ringelnatter in ein Terrarium, wo jeder dann die Schlange begutachten durfte. Seine Frau Monika war allerdings nicht so begeistert. Bayer Peter dafür umso mehr. Voller Stolz sagte er: Jetzt habe ich zwei Schlangen zu Hause. Fußball-WM. Auch auf dem Kreimerather Gemeindesaal wurde die Fußball-WM auf einer Großleinwand verfolgt. Jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft wurde von bis zu 60 Fans gesehen. Sie verwandelten das Sälchen in ein Tollhaus. Fangesänge hallten über den Dorfplatz. Alle hatten ihren Spaß und tolle Stimmung. Alle? Wirklich alle? Nein, ein Berufspessimist war bei jedem Spiel der deutschen Mannschaft am Meckern. Wie eine alte Gans. Hier ein paar Auszüge. Im ersten Spiel, vor dem 1:0 durch Philipp Lahm. Der Lahm spielt so wie ein Hest. Nach dem 1:0 durch Philipp Lahm, das war doch nichts Besonderes. So ein Ding habe ich früher jeden Sonntag geschossen. Über Klinsmann. Nach dem Erreichen des dritten Platzes? Und so innen will Trainer sein. Ha! Wenn Eich die trainiert hätte, wäre mir Weltmeister gen. So wo ich Otto Schäfer hieß. Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Fußball-WM war ein Kreimerather ganz nah dabei. Georg Fries hatte sich als Freiwilliger gemeldet und wurde auch in einem WM-Casting Deutschland sucht den Superfahrer angenommen. Nachdem er den Rekord überstanden hatte, durfte er ins Fahrerhaus einziehen. Jeden Tag hatten die Teilnehmer schwierige Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel durften die Kandidaten einen ganzen Tag nichts trinken und dann anschließend an mehreren mit großen Transparenten versehenen Gaststätten vorbeifahren. Auf den Transparenten stand ganz groß Freibier. Georg
schaffte als einziger Kandidat die Prüfung. Wir Kreiberater waren mächtig stolz auf unseren George. Wir wussten allerdings nicht, dass George am Tag zuvor in weiser Voraussicht ein Sixpack ins Prüfungsauto geschmuggelt hat. Nach solchen harten Prüfungen schaffte Georg den Sprung in die WM-Fahrerband. Es handelte sich allerdings um eine Rapper-Group. Die aufgenommene CD wurde dann aber ein Riesenhit und George the Rapper, wie er in WM-Kreisen genannt wurde, rappte kräftig mit. Hier ein Auszug. Ey Alter, ich fahr den Scheich, ey ich werd reich, und zwar gleich! Freunde waren auch im letzten Jahr wieder eine Woche im romantischen Bayern bei brütender Hitze mit ihren Rädern unterwegs. Bei der Einkehr in am Wege liegenden Gaststätten war die Freude der Wirte zunächst sehr groß. Die Kramerater Jungs waren so durstig, dass die Getränke in Strömen flossen. Die nachfolgenden Radlergruppen hatten allerdings das Nachsehen. Überall, wo die Radsportfreunde Kramerer eingekehrt waren, hingen anschließend Schilder vor den geschlossenen Eingangstüren, worauf stand, wir sind leer gesoffen, die Kramerer waren da. Das Wetter. Auch in diesem Jahr hat Wetterbauer Bernhard Schuh wieder die Natur, seine Tiere und natürlich seinen Vater beobachtet. Und so einige Bauernregeln zum Wetter zu Papier gebracht. Röhr der Hirsch in Wilberscheid ist mit dem Brückenbau noch weit. Ruf der Henry Eierschäb, ist das Frühjahr nicht weit weg. Zieht der Walter Handschuhe an, will er im Winter Trecker fahren. Schneit es kräftig auf der Eich, fährt der Schosch bestimmt kein Scheich. Steht das Wasser hoch im Zimmer, war der Pooldruck schlimmer. Ist der Januar sehr mild, wird mein Vater wieder wild. Auf Wiedersehen bis nächstes Jahr 2008. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Kramerader Flotter besser. Ja. Ja, das war die Jahresschau, vorgetragen von meiner Ex-Verlobten Monika. Und Thomas, das war dein erster Redevortrag in der Kramerader Forest. Wir kennen ihn ja als Ballerina, als Tänzer. Wir kennen ihn also hier auf der Bühne auf jeden Fall schon seit Jahren. Ey, ja, das auch. Ne? Ein Sumo-Ringer-Horror-Nummer. Also ein Universal-Talent. Und Interesse auf jeden Fall. Er kann wirklich auch seine Stimme immer mal durchsetzen. Wunderbar. Thomas, Monika, recht schönen Dank für dich von eurer Wahrnehmung.
Ja. Das war also die Jahresschau. Nächstes Jahr denke ich, wird die nächste Jahresschau. Dann ein Umschlag von Fottisch. Das war die richtige Nachricht, die Einmeldung. Jetzt geht's bei den Ausmarsch für die beiden. Und anschließend Bestärkung einer Konzentration ist zur Schuttelrede. Erstmal Ausmarsch für Monika und Thomas. Weiblein gemischt, das heißt, wir wollen entweder nur Mädchen oder Frauen oder nur Kerl. Weil auch mal, was sage ich das? Die kommen so rum, machen Kalamarsch oder Lohmann? So, da merkt man mal, wie vorbereitet es sein. Durchgestaltet und letzte. Ne? Also, ohne Kalamarsch, die Tanzgruppe. Ja, so ist die Gameplayer brauchen ein bisschen länger. Das ist gut, Leute. Ich schalte mal aus und mal die Hoffnung. Also, wir brauchen ein bisschen länger. Und deshalb, dann lassen wir einen Teschen zu. Der Helmut fehlt den Kind schon. Okay.
little bit of money got in my life. A little bit of America by my side. A little bit of Rio's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary's all night long. A little bit of Johnny right here in my head. A little bit of you makes me your man.
So, und nein, haben wir immer noch was gesagt. Aber wir wollen uns zwar ganz herzlich bedanken bei der Manuela, dass sie das mit uns einstudiert hat, dass auch geklappt hat. Das liegt nämlich hauptsächlich an ihr. Vielen, vielen Dank und guten Appetit. So, recht schönen Dank euch Tieren. Dauermarsch zu eurem Aufgang und dann müsst ihr nochmal schunkeln, denn ich will eins sitzen. Ne? Ich halte den ganzen Tag über. Jetzt ist der Marc Moseler schon 35 Jahre im Kloster. Und,
und der Martin Benner wird schon zum 16. Male Großvater. Letzte Woche habe ich mir die Schulter ausgerenkt, das Knie aufgeschlagen, den rechten Fuß verdreht, als ich im Badezimmer über das quietsche Entchen von meinem Sohn Lukas, seiner Enkeltochter, gestolpert bin. Und gerade in dem Moment kommt der alte Biener vorbei und sagt: Sus, das ist doch noch gar nichts. Weißt du, was mir Schlimmes passiert ist? Nee, sagte ich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Nee, Werner, was ist dir denn passiert? Mein Rollator hat einen Platten und ich hab kein Flickzeug, sagte er. Früher ist der Werner ja immer nach Wittlich getrennt. Und dann hat er im Lotto gewonnen. War das ein Gedöns? In der Bild-Zeitung hat's auf der ersten Seite gestanden. Eifler Junggeselle knackt den Jackpot. Euro hat er gewonnen. Von dem Tag an ließ er sich dreimal die Woche in einer Großraumlimousine nach Wittlich fahren und dann hat er kein Flickzeug für den Rollator. Seit 2020 gibt es ja die neue Währung, den Merkel. Die Angela Merkel hatte ja damals die große Koalition mit dem Kurt Beck innerhalb von 3 Jahren. Keine Arbeitslosen mehr. Gute Gesundheitsreform, Klimawandel abgewehrt und. Die zwei waren ja so gut, die haben ja dann auch geheiratet. Und als der Beck dann Europapräsident geworden ist, hat er seiner Angela, die war ja nicht mehr in der Politik, die musste ja auf die Kinder aufpassen. Jedenfalls hat der seiner Angela imponieren wollen, hat den Euro abgeschafft und den Merkel eingeführt. Und die Fernsehreporter, für die war das ein gefundenes Fressen. Wie hat der Harald Schmidt, Gott hab ihn selig, immer gesagt: Früher hatten wir die Mark, jetzt haben wir das Merkel wieder. Gestern haben sich meine 8. Zähne verabschiedet. Ich weiß es noch wie heute, die 1. Zähne hat mir damals der Zahnarzt Dr. Pfeiffer eingesetzt. Das war kurz bevor der wegen der Steuerfahndung nach Chile abgehalten ist. Ich glaube, das ist auch schon ewig her. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Der hat mir das Gebiss angepasst.
zwei Tage vor dem 100-jährigen Bestehen von der Feuerwehr. Da gab es damals ganz lecker Mittagessen und ich musste aus der Schnabeltasse Bouillon saufen. Ein Jahr später, das muss so 2007 gewesen sein, hatten die dann endlich ein neues Feuerwehrhaus fertig. Eine riesengroße Einweihungsfeier. Und zwei Jahre später ist das Feuerwehrhaus abgebrannt. Kein Schwein zum Löschen da, die ganze Feuerwehr war in Mallorca. In der Zeit wurde ja auch der Fahr- und Kräutergarten neu gemacht. Da war richtig was los, fast alle packten mit an und der Pittschäfer war immer gut gelaunt und ständig am Lachen und am Grinsen. Der Garten war ja ein richtiger Touristenmagnet. Ja, bis auf einmal, als die Drogenfahndung kam und die Mondblumen und die Haschischpflänzchen beschlagnahmen, die der Pitt überall dazwischen gesetzt hatte. Von dem Pitt habe ich letzte Woche noch eine Postkarte bekommen aus Jamaika. Der kann immer noch gut reimen, der hat mir geschrieben. Das Dichten kann ich noch nicht lassen, hallo Sus, du alte Tasse. In Kreimat hab ich einst gewohnt, doch heute bin ich nur noch stoned. Von Tag zu Tag geht es mir besser, grüße alle Schlotterfester. Da haben wir auch wieder ein großes Fest. Der Sportverein wird 75 Jahre alt. Und der Wolfgang Schäfer ist dann 50 Jahre Vorsitzender. Ja. Und die Vereinsarbeit macht er von zu Hause, aus dem Haus Mozart. Da teilt er sich mit dem Triech ein Zimmer. Aber Leute, das schönste Fest, was es in Kleimerath je gab, das war dem Bernhard Schuh seine Hochzeit. Schönes Fest. Der Bernhard hatte einen wunderschönen Anzug an. Gut, der war ihm zwar ein bisschen eng, aber er hat irgendwie reingepasst in seinen Kommunionanzug. Und dann der Einzug in die Kirche. Ein Traum. Festliches Orgelspiel. Der Walter und die Veronika den Tränen nahe, dass sie das noch erleben durften. Der Walter war ja auch schon 92. Verwandten der Braut spielten ein wunderschönes Hochzeitslied mit ihren Buschtrommeln und dann die Braut, klein, mit großem Schleier vorm Gesicht, weil sie war nicht mehr so richtig schön, barfuß mit einem wunderschönen Hochzeitskleid aus ihrer Heimat. Ein Kleid in tollen Farben, wie das halt so ist,
wenn die Braut aus Thailand kommt. Ja, und dann 2008 sollte ja das neue Gemeindehaus gebaut werden. Was haben die vom Gemeinderat für große Töne gespuckt? Multifunktionshalle, strahlenschutzfähige Außenwände, geothermische Heizung, Gemeinderatsregenerationsräume. Das Sädchen sollte ja in Soft Express Arena umbenannt werden. Und was ist passiert? Wir schreiben das Jahr 2057. Nichts ist passiert. Noch weniger als nichts, nämlich gar nichts. Doch, doch, etwas ist passiert. Auf die Damentoilette kam ein neuer Klopapierhalter. Der wohnt jetzt unten im umgebauten Kühlraum, damit es für ihn nicht so anstrengend ist. Der ist ja auch schon 110. Der Harry ist mit seiner Elisabeth schon 80 Jahre verheiratet. Und da ist immer noch Feuer im Ehebett. Nicht, was ihr denkt. Eine von den drei Heizdecken hat den Kurzschluss. Ja, der damalige Gemeinderat wurde ja bei der nächsten Wahl komplett abgewählt, weil das mit dem Umbau nicht geklappt hat. Das gab lange Gesichter. Und vom neuen Gemeinderat wollte ja niemand Bürgermeister werden. Zum Schluss hatten die das gesamte Dorf durch. Doch keiner wollte es machen. Bis endlich doch einer sagte, ich mach's, ich werde Bürgermeister. Der Bayer Marcel. Aber der konnte das auch nur ein halbes Jahr machen. Dann hat er den Job als Bürgermeister wieder abgegeben, weil er hatte keine Zeit. Der musste ständig seine Autos reparieren. Doch noch einer gefunden als Bürgermeister. Hajo Neubes. Aber wir Kreimerater mussten einen hohen Preis dafür bezahlen. Wir hießen dann ja 30 Jahre lang Hasborn Ortsteil Kreimerater. Seit 15 Jahren haben wir wieder einen Bürgermeister hier aus dem Ort. Der ist aber auch für andere Dörfer gewählt. Übrigens, Kreimerath hat seitdem auch einen Ortsteil. Wenn man da durchfährt, kann man auf dem Ortsschild lesen, Kreimerath, Ortsteil Hasborn. Also Sus, für die, die mit Sus nicht normal kennen, hat natürlich ein Kramer Urgestein, Danadomenknote, HBS, Hans-Peter Schäfer, wunderbarer Vortrag. Und wieder Kramer Urgestein,
Wir werden noch ein paar Mal zu sehen kriegen, Norman. Dann habt ihr eh schon die letzte Mal, wenn der Haut kriegt, dann gehst du selber. Auf jeden Fall, ich einmal den Musik für seinen Abgang und dann kommen wir direkt weiter im Programm. So, Pitt, wunderbar. Osius, Hilfer, Unser Englisch muss noch ein bisschen verfeinert werden. Ah, ja. Da macht man den Atlantik-Platt aus. Weiterhin gut beherrschen. Kreimela und Englisch. Wolfgang und Rolf. Lektion Nummer 8. Hören wir es wie Onieren. Gleich gehen wir wieder. Oh, a new face. Hello, Mr. Neumus. Du hast bei der Bürgermeister auch ein neues Gesicht. Hello, Aspirin Peter. Ach, Bayer Peter. Last year, everybody was happy that you throw the towel. Et letzt Jahr waren sie all traurig, dass du die Hände aufgeschmissen hast. But now I see, you are recycled. Aber wie ich sehe, haben sie dich aber wieder gewählt. Last year you get a bottle of Hennessy from us. Da hast du ja ganz schöne Hennessy bei uns gemacht. Opel now has a new test driver. Opel hat einen neuen Testfahrer. His name is Marcel Bavarian. And he is Marcel Bayer. But he had to quit his job. Aber er ist schon wieder entlassen gehen. They could not produce the cars as fast as he crashed them. Sie konnten die Autos nicht so flott bauen, wie der sie kaputt geworden. But, however, the apple doesn't fall far from the trunk.
Und wie immer, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Marcel now is also a member of the Greimrath football team. Der Marcel und der Mempel sind beide in der Freizeitmannschaft. They won the Fair Play Trophy. Ja, und Zuckerstäbchen kriegt, weil sie alle auf fair mal angetreten sind. You can see the Freetime Team at the Wittlicher Pinkburn Kirmes. This year, hat die Freizeitmannschaft im Stand auf der Wittlicher Säubrenner Kirmes. They are the Shot Stand. Die sind ein Schießbuch. The Greimrath Kindergarten has a new star. Greimrather Kindergarten hat einen neuen Star. Andreas Burkhardt. Der Andi. But soon he is in Oxford. Aber bald ist der Oxford. Hermann Haller has a new job. Der Hermann Haller hat auch einen neuen Job. He works as a deep builder. Der schafft bei einer Tiefbaufirma. The name of the firm is Open Channel. Die Firma hieß der offene Kanal. Last year was the Binding Community Fireware Party in Greimrath. Und letztes Jahr war Verbandsgemeine Feuerwehrfest hier in Greimrath. There were a lot of very important persons. Es rufen jede Menge Leid importiert. Penny Fritzen was the Cable Monkey. Wir haben ja bald Aftrieb. He is the star electrician because he has a short in the short. Ey, hast du Star-Elektriker, weil du klein hast. A lot of fire brigades were there. So haben jede Menge Brigades von Feuer geschmissen. And it was raining only once. Es hat auch nur erst geregnet. From Friday till Sunday. Von Freitag bis Sonntag. On Friday evening, the dirty sheep were playing very loud. Eines Abends waren lauter dreckige Schafe. And on Saturday played Tutti Colori. Und Samstags waren bunten Abend. Many firewomen were honored. Viel Feuerwehrleute kommen aus dem Ornerweg. Trish was forwarded to second chief. Der Trish hat schon ganz schön schief geguckt. On Saturday evening, Patrick Jäger and Ruth Fries ordered two shorts. Samstags hatte Patrick Jäger und ein Ruth Fries zwei Kurzen bestellt. The barkeeper said, I see, and what do you want to drink? Das sehe ich, und was will ihr trinken? During the World Championship, there was a public viewing in the City Hall. Während der WM haben sie halt im Sädchen alle blöd geguckt. Last year was the opening of the Poor Garden. Das letzte Jahr wurde der Poor Garden offiziell eröffnet. It was bottom cold. Es war arschkalt. There was also the district president. Die Landrätin war auch da.
She said to Thomas Benner. Sie hat zum Thomas Benner gesagt. With you I have to pull a chicken. Na, die haben nicht noch ein Hähnchen zu bocken. Hunter Crew formt de Schatz. Wer auf Klo muss, muss auf Zähnchen kommen. Last year they started the building from the new fire brigade house. Letztes Jahr haben sie mit dem Bau von dem neuen Feuerwehrhaus angefangen. That tongues rumored. Böse Zungen munkeln. It is getting a pub with a garage for the fire engine. Das Ding knallt man a garage für die Arschspritz. But they plan a high-tech building. Die Budik soll mal high-tech ausgerüstet werden. The most important equipment is the telephone. Das wichtigste Gerät ist ein Telefon. To call the Wittlicher Fire Brigade in case it is burning. Um die Wittlicher Feuerwehr anzurufen, falls es mal brennt. Fire Brigade House isn't the only big building site. Das Feuerwehrhaus ist nicht die einzige Großbaustelle und Kreimer. Otto Welch is building a new rabbit stable. Otto Welch baut einen neuen Kaninchenstall. And we are building a new kindergarten. Und wir bauen einen neuen Kindergarten. But that is a barrel without the bottom. Da ist ein Fass ohne Boden. But with a high-tech pellet heating. Aber mit einer Palettenheizung. And Ruth now has to shower at home again. Und Ruth muss wein auch dahin duschen. The biggest project is the city town hall. Der größte Projektor steht halt im Sälchen. This hall is out of repair. Das Sälchen ist nicht mehr zu reparieren. In 1989, Mr. Reagan already said, der Ronald Reagan hat 1989 schon gesagt, Mr. Gorbachev, tear down this hall. Herr Gorbachev, ob das Sädchen endlich an. But everybody understood that wrong. Aber das haben die alle falsch verstanden. They tear down the wall in Berlin. Da haben sie in Berlin die Mauer aufgebrochen. Although it was really in a better shot than this hall. Obwohl die noch besser und Schuss war wie das Ding. The hall really is in a bad shape. Das Ding ist wirklich in einem schäbigen Zustand. Like the community cashbox. Wie die Gemeindekasse. The roof is damaged. Dach ist kaputt. The water pipes always freeze. Die Fries muss immer die Wasserleitung aufziehen. But the community wheel already says. Aber der Gemeinderat sagt. No risk, no fun. We want a new one. Wir haben einen Riss in der Pack und wir wollen eine neue Pack. Das
They have a plan already in the pocket. Sie haben den Plan schon in der Tasche. But this is the only plan they have. War das doch so ziemlich der einzige Plan, den sie haben. The Binning Community Burger King says... Der Verbandsgemeinde Bürgermeister sagt... You are megalomaniac. Ihr seid ja wohl größenwahnsinnig. They have already chosen a name. Aber einen Namen haben sie schon ausgesucht. It should be called the Shoe Arena. Schuhkarton. This were our lessons now. Bei uns geht keinen schlau. Wir sind fertig und so. Dreimal. Ist ein absolut Fischer im modernen Sprach und heutzutage um die 500.000 Wörter im ganz modernen Sprach. Wir können also noch einige Lektionen zitieren. Das war mal 20.000 Kreiber Wörter in die restlichen, die alle übersagt kriegen. Also, absolut Fischer. Wolfgang und Rolf, ein besonderer Applaus. Wolfgang und Rolf. Da hast du eine Ordnung schon. Und der Kramer und der Engländer, der englische Freund, der hat aber mal zu ihrem Abgang.